warum Haare? Wie bist du zu dem Beruf gekommen? Das hat sich eigentlich alles so von allein ergeben durch ein Praktikum, in der 9. Klasse, glaube ich. Und daraufhin habe ich dann wirklich die Schule abgebrochen, habe es bis heute nie bereut und habe mein Ding gefunden. Man kann vielleicht auch sagen, ja, der Beruf findet mich. Nicht, dass ich den Beruf gesucht habe, sondern der Beruf kam zu mir. Reden wir über deinen Stil. Hast du einen besonderen? Ja, ich achte sehr auf Natürlichkeit. So nach dem Motto, weniger ist mehr. Ich finde einfach, ein guter Schnitt braucht nicht viel Styling. Das heißt, ich achte auf den Fall der Haare. Auch bei Haarfarben achte ich darauf, dass sie zum Hauttyp passen, dass sie weich verlaufen, dass sie einfach zum Typ passen. Dass es den Typ nicht verändert, sondern das Beste ein bisschen hervorhebt. Worauf legst du Wert bei der Kundenbetreuung? Drei Dinge eigentlich. Zuhören, die richtigen Fragen stellen, nichts versprechen, was ich nicht halten kann und am liebsten das Ganze ohne Stress. Gibt es eigentlich Trends, die für dich total vorbei sind? Ja, die liebe Dauerwelle. Blocksträhnen in Bezug auf dieses offensichtlich Gefärbte. Und zu viel Blondieren, zu weit weg vom natürlichen Farbton ist für mich vorbei. Gibt es ein Erlebnis in deinem Job, das dir noch lange in Erinnerung bleiben wird? In jungen Jahren war ich mal in England arbeiten. Das hat mich sehr geprägt, weil die Engländer sehr offen sind neuen Trends gegenüber. Dann habe ich bei einer Meisterschaft teilgenommen im Damen- und Herrenschnitt. Das hat mein Selbstbewusstsein ein bisschen gestärkt damals, dass ich es doch kann. Und was ich nie vergessen werde, sind die Fehler, die einem als Lehrling passieren. Das ist so ein Schreck, dass man sie nie wieder macht. Die passieren dir nie wieder. Und wo siehst du deine Stärken? Im Zuhören, im Schnitt und in der Farbe. Was mir nicht liegt ist, und noch nicht liegt, ist Hochstecken. Und für mich ist schon auch mein Respekt den Kunden gegenüber und ihren Haaren gegenüber eine Stärke. Und jetzt der Schritt in die Selbstständigkeit. Braucht ja eine Menge Mut und Risikobereitschaft. Was hat dich dazu gebracht? Vor allem der Wunsch, nach meinen eigenen Regeln zu arbeiten. Den Ablauf des Tages selber zu bestimmen. Und deswegen dann auch der erste Schritt jetzt eben auf diese Stuhlmiete zu gehen, weil ich einfach kein hohes Startkapital brauche, um starten zu können. Der Grund, wieso ich dann den Schritt wirklich gewagt habe, war eigentlich das positive Feedback von meinen Kunden. Und die haben mich auch wirklich dazu inspiriert, den Schritt zu gehen. Auch wenn der Weg bis dahin schwierig war, mein Tipp für alle, durchhalten.